Leute, willkommen zurück zu Factorio, Warptorio, wo wir letztes Mal unsere Energieprobleme im Keller gelöst haben mit einem Kernreaktor. Und heute gehen wir erstmal zum Rohöl raus und platzieren das hier rüber zum Uranerz, dass wir auch sicher sind, dass wir genügend Material für unseren Reaktor haben. Denn unsere Öltanks sind derzeit voll. Gut. Das ist abgewehrt, dann setzen wir ins Auto und machen uns auf den Weg. Und wahrscheinlich müssen wir da dann zuerst uns mit ein paar Aliens abtun. Nachdem die Aliens nun aus dem Weg geräumt sind, da unten ist noch ein Nest, aber das ist vielleicht nicht das, was uns zuerst stört. Dann platzieren wir hier doch so viel Förderer, wie wir können. Und hier auf dieser Seite machen wir mal die Schwefelsäure ran. Förderbänder in die Richtung. Und hier rum. Dann brauchen wir hier sowas. Und etwas Strom. Sehr gut. Und dann kann ich mir mal überlegen, was machen wir denn mit all der Energie, die wir haben? Und mein Gedanke ist, wir haben etwas wenig Kupfer, wir könnten da ein paar Module reinpacken. Und ich habe hier schon mal eine Produktion hingestellt. Die werden wir dann noch mit etwas automatisieren. Und dahinter kommt dann noch der letzte Level, die Dreiermodule hin. Aber lass mich erstmal hier reinpacken. Gut. Und dann können wir vielleicht auch hier Beacons platzieren, um mehr Stahl rauszubekommen. Für Beacons brauchen wir allerdings etwas Stahl. Mit dieser Forschung fertig, können wir unseren Fokus nun auf ein paar der weiteren Forschungen richten. Vielleicht hier.
die Kohleverflüssigung, denn dadurch werden wir etwas unabhängiger von Öl, was wir ja nicht auf jedem Planeten vorfinden. Und ich denke, wir werden den Stabilisierer jetzt mal ausprobieren. Und sehen, was das für Konsequenzen hat für unsere Verschmutzung. Wir haben hier ein Eisenerzfeld, da unser Uranerz. Stein, das wir hier hatten, ist uns leider ausgegangen. Das heißt, wir müssen ohne Stein auskommen, außer wir würden ihn von irgendwo von außen herholen. Ich denke, der Stabilisator muss erst aufladen, bevor wir den Effekt sehen. Aber hier unten sehen wir, da sind wir schon nahe an den Nestern. Und wir sind ja immerhin schon 1,5 Stunden hier auf dem Planeten. Das heißt, wenn wir die Verschmutzung reduzieren können, gibt uns das potenziell nochmals 1,5 Stunden. Und der Knackpunkt wird dann wahrscheinlich eher sein, wann gehen uns die Ressourcen hier auf dem Planeten aus, so dass es Sinn macht, eher weiterzuziehen, als zu versuchen, die Ressourcen von irgendwo da draußen herzuholen. Bei minus 2,5 oder etwas mehr Prozent pro Sekunde sehen wir, wie der Verschmutzungsradius abnimmt und hier am Rand immer mehr Löcher entstehen. Und ich denke, wenn wir dann wahrscheinlich so minus 5% pro Sekunde erreicht haben, dann bleibt da nicht mehr viel von der Verschmutzung übrig, außer die Verschmutzungsquelle selbst. Was machen wir als nächstes? Vielleicht der Boilerflow, damit wir da allenfalls noch die restlichen Pumpen ranbringen. Und wir müssen immer noch einen Teil dieser ganze obere Teil ist noch gar nicht angeschlossen, denn wir haben keine Wärmerohre, denn die brauchen einiges an Stahl. Aber wir können auch so genügend Energie produzieren. Es wäre wahrscheinlich auch kein Schaden, hier noch ein paar Tanks mehr ranzupacken, denn wir speichern derzeit an die 200 und erst wenn das unter 50 km fällt, werden hier neue Munition reingelegt, aber anscheinend haben wir je Reaktor schon 10 verbraucht. Und ich habe auch die Wiederaufbereitung hier geforscht. Das heißt, wir können da dann eigentlich auch hier oben Maschine hinstellen, welche uns die
verbrauchten Dinger wieder aufbereitet. Ich denke, das machen wir hier auf dieser Seite. Ich brauche ein klein bisschen. Ah, schön. Hier sammelt sich der Stahl schon wieder. Das ist gut. Das heißt, wir produzieren mehr Stahl, als wir effektiv verbrauchen. Sieht denn hier so aus? 48 die Minute und fast doppelt so viel. Sehr schön. Das gefällt mir. Das heißt, ich kann hier dann eigentlich auch etwas eingreifen. Und wenn ich jetzt hier, wir haben auch hier wieder etwas auf der Seite. Und sobald ich dann hier noch ein Roboport hinstellen kann, dann sind auch die Anforderungskisten auf dieser Seite abgedeckt. Das mal auf einen Platz begrenzen und dann sehen wir weiter. So wie es aussieht, bekommen wir hier zu wenig Kupfererz rein. Wundert mich nicht bei so einem kleinen Feld, aber hier oben in der Nähe, da haben wir ja etwas Größeres. Aber das würde sich lohnen. Allerdings sind hier auch ein paar Würmer übrig von einem alten Nest. So. Auto ist hier, einpacken und dann durch den Harvester durch. Und das sollte nun eigentlich genügend Kupfererz sein, dass wir alle Furnaces bis alle Öfen bis hier hinten befüllen, und alle haben hier auch Geschwindigkeitsmodule drin, so dass wir einen guten Durchsatz bekommen. Und auch hier sind nun überall die Beacons mit den Geschwindigkeitsmodulen bestückt, so dass wir noch mehr Stahl rausbekommen sollten. Und das heißt, wir können dann hier ein paar Wärmerohre bauen, die wir für unten brauchen. Das sollte genügen. Und das war die falsche Richtung. So. Doch noch nicht. Ein paar brauche ich noch. Vielleicht reichen 10, vielleicht auch nicht. Zwei fehlen noch. Das bekommen wir hin.
Wenn wir auch etwas Kupfer haben. Genau, das sind die zwei, die wir brauchen. Voilà. Alles angeschlossen hier. Nach dem Boden, was forschen wir dann? Da uns der Stein ausgegangen ist, wird es schwierig, hier mit Violett zu forschen, denn die brauchen Ziegelstein für die Öfen. Vielleicht für Militär brauchen wir auch Stein, aber da haben wir ein paar Fläschchen mehr auf der Seite. Machen wir doch die beiden Harvester Float, dass wir die vergrößern und dann können wir vielleicht noch den Panzer forschen. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich überlegen, ob wir weiterziehen, damit wir wieder an Stein kommen. Die Panzerforschung ist nun auch durch. Das heißt, wir können unser Augenmerk auf was anderes richten. Da wir jetzt ja nun auch die Energie haben zum Verschwenden, denke ich, können wir künftig auch effektiv auf Laserverteidigung setzen. Drum denke ich, müssen wir hier oben vergrößern, dann machen wir eine Mauer rum, aber auch hier all diese Türme. Ich habe noch etwas violette Fläschchen, das heißt 150 sollten drin sein. Das wird sich nicht ausgehen. Aber fangen wir hier mal an und dann möchte ich auf diesem Planeten noch die Kiste vollbringen, sodass sich das Ganze zurückstaut und dann unsere Ölvorräte auffüllen, bevor wir dann weiterziehen. Und dann sehen wir uns auf dem nächsten Planeten, der günstig für uns ist. So wie dieser hier. Es sieht so aus, als ob wir hier auf einem Planeten gelandet sind, der viel Eisen für uns bereithält. Ich bin vom letzten Planeten verschwunden, ohne dass ich die Harvester aus dem Keller geholt hätte. Aber die sind ja jetzt auch in einer größeren Form hier. Und da können wir sehen, wir haben gut daran getan, die die Maschinen, die Öfen nicht ganz ranzubauen. Also, dann platzieren wir hier mal Eisen. Da oben. Kupfer. Das war etwas zu nahe am Stein. Probieren wir es nochmals. Raus.
den Stein, den brauchen wir nicht. Zumindest nicht da, wo wir Kupfer verarbeiten. Wir brauchen den hier. Und da mache ich gleich mal eine ordentliche Reihe hin. Dann nehmen wir das etwas nach unten. Den Rest machen wir in Rot. Hier an. Und dann hier unten habe ich ein paar Kisten platziert, dass wir Stein einlagern können. Denn das tut uns dann sicher gut. Kohle brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel, da wir Nuklearstrom haben. Ziehen wir Kohle hier rüber. So, das sollte es sein. Ich habe auch hier oben begonnen, eine Mauer zu ziehen, nachdem wir die Plattform vergrößert haben. Und zumindest der eine Turm, den haben wir bereits geschafft zu vergrößern. Der nächste steht auch auf der Liste. Und auch gelegentlich schon mal die Lasertürme platziert. Und ich denke, sobald wir alle vier Türme haben, etwas Eisen für... etwas Stein für die Mauern, dann können wir das auch abschließen. Und weil auf dem letzten Planeten gegen Schluss immer wieder Aliens angerannt kamen, habe ich hier auch geschaut, dass ich die Roboports so habe, dass die auch alle Ecken abdecken, so dass jeglicher Schaden repariert werden kann. Nun aber, wir sind zwar hier wieder auf einem grünen Planeten, aber wahrscheinlich nicht mehr so viel Bäume wie auf dem letzten. Drum gehe ich mal eine Runde drehen, um zu sehen, was sich da denn so tut in der Umgebung. Ich bin zurück von meinem Ausflug und inzwischen sind alle Türme hier außen ausgebaut. Bin nun an der nächsten Militärforschung und die Landschaft ist ziemlich grün, aber hier außen, da sind doch einige große Aliennester. Gibt auch hier und da ein schönes Uranfeld. Wir haben auch immer wieder mal etwas Öl. Wie sieht es denn aus? Okay, Öl ist wahrscheinlich was wir bald mal brauchen. Genau, die Forschung ist durch. Wie viel brauchen wir da? 400. Wäre schön hier eine größere Rüstung, denn dann könnten wir da auch... die Laserverteidigung reinpacken, denn hier ist nicht wirklich viel Platz für sowas.
Nun denke ich aber, ich mache hier rundrum mal eine Mauer. Brauche wahrscheinlich auch ein paar Tore. Und dann kann ich Lasertürme und normale Türme dran platzieren. Und dann sollte unsere Verteidigung soweit stehen. Wir sind nicht mehr so angewiesen auf was wir denn hier an Aliens vorfinden. Mit einer Mauer rundherum und auch ordentlich Laserverteidigung bis auf die Türme, denn momentan sieht es wieder etwas knapp mit Stahl aus und für die Lasertürme brauchen wir Stahl. Drum bin ich hier auch Produktivität am Forschen, die Dreiermodule, so dass wir da noch etwas mehr rausholen können. Aber dann denke ich, können wir noch ein Weilchen hier bleiben. Machen auch noch die Forschung hier, einfach, dass wir sie gemacht haben. Sieht noch nicht furchtbar schlecht aus. Hier drüben kommen dann große Nester. Ich glaube, an die komme ich nicht so schnell ran. Und wir können immer noch stabilisieren. Aber ich denke, das war's erstmal für diese Folge, wo wir geschaut haben, was können wir denn mit unserem Überfluss an Strom alles anstellen. Und wir haben noch nicht wirklich viel verbraucht. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!